Völlig willkommen zu einer weiteren Folge Dealers Life 2. So Leute, beim letzten Mal haben wir auf jeden Fall eine Auktion mit 305.000 abgeschlossen. Und jetzt sind wir wieder mittendrin im Geschehen. Der Experte David hat gerade den Auftrag für alte goldene Statue beendet. Das ist authentisch. Der neu geschätzte Wert liegt bei 53.000 Euronen. Habe ich das nicht beim letzten Mal schon gelesen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Schauen wir noch mal eben ins Lager, damit ich mir wieder einen groben Überblick verschaffen kann. Alte goldene Statue, ja, das wurde gerade vom Experte eine Expertise vom Experte. So, alles klar. Der verzierte Kriegshammer. Episch. Guter Zustand, 35.000, okay. Legendär, sehr guter Zustand, ist in, ja. Ist ein Staubfänger momentan. Episch, guter Zustand. 184.000. Mucke ist mir mal wieder ein bisschen zu laut auf den Ohren. Ich muss mich natürlich auch noch ein bisschen selber hören können. Ne? Ich könnte natürlich auch noch hier, ne, meine Kopfhörer aktivieren, damit ich mich selber höre, aber das ist mir ein bisschen zu, ja, ein bisschen zu kurios und ein bisschen zu komisch. Also, ne, ich höre mich lieber selbst um meine eigenen Ohren als über die Kopfhörer. Naja, wie auch immer. So, da hätten wir noch einen Staubfänger. Und der ist noch beim Restaurator. Okay. So, machen wir mal die Facecam an. Lalalala. Ja, da ist der Bekloppte wieder. Okay. Dann gehen wir doch mal ins Geschäftchen. Oder Moment. Ja gut, sechs Plätze hätten wir frei bei Auktion einkaufen. Gucken, was es da so gibt. Mit Juwelen besetzte Brosche, eine alte Brosche. 11.800, episch. Galactic Star Battle Zyklon. Hergestellt 1990, mythisch, keine Schätzung. Das spricht mich auf jeden Fall an. Ich habe jetzt gerade Bock auf Chips. Knusper, knusper, Knäuschen. Wer knabbert an meinem Häuschen? Okay. Ich glaube, ihr hört's. Ich glaube, mein Mikro ist ein bisschen zu empfindlich eingestellt. Ja, man hört's. Ich gucke gerade auf den Balken, auf meinem zweiten Monitor. Antiker goldener Schädel. Mythisch, Schätzung, keine Ahnung. Wo fangen wir denn da an? Ich glaube, ich fange mal mit der Brosche an, würde ich sagen, oder? Falsch geklickt. Willkommen, meine Damen und Herren. Wir haben heute ein wundervolles Stück zu versteigern. Der Startpreis liegt bei 8.400. Höre ich das erste Gebot? Ja, natürlich hörst du das erste Gebot von mir, natürlich. Hier, bitteschön. So. 8.900 sind geboten. 9.400 von mir. 9.900. Ich habe Konkurrenz. 8.000, 10.400. 11.400. Ja, mache ich mit. Liegt schon über der Schätzung. Was soll man machen? Naja, immerhin, ich hab's gewonnen. Ich hab's gewonnen. Tomek gewinnt die Auktion für 12.400. Herzlichen Glückwunsch geht an mich. So, okay. Holen wir uns noch die Galactic Star Battle Zyklon Figur Gedöns, Dingsbums. Wundervolles Stück zu versteigern. 280.000. Okay. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ach, 280.000 ist schon eine Hausnummer, ne? Aber ich kann es mir leisten. Komm. Setzen wir uns ein Limit. Maximal 500.000, würde ich sagen. Maximal 500.000. Aber es ist mythisch. Das könnte schon drüber hinausschießen. Möglicherweise. Okay. Dann fangen wir doch mal an. Limit 500.000. 305.000. Oh. 330. Okay. 355. 380 von mir. Na komm, 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 komm. Oh, kurz davor. 405.000. Alter. 430. Komm, Alter. Boah, hau doch den Scheißhammer auf den Tisch, du. Blöder Auktionator. Boah, 510. Ach komm. Machen wir noch mit. Komm. Oh, 610. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt, Leute. Ich hab's geahnt. 710. Ja, leck mich doch. 760. Komm. Oh, Alter, ist das eine Hausnummer? Ja, lecko funny, ey. Apropos funny.
Knusper, Knusper, Knäuschen. Tomek gewinnt die Auktion für 760.000. Man sollte nicht mit vollem Mund sprechen, ne? Hat mir meine Mami beigebracht. Man legt ja auch nicht die Füße auf den Tisch, während man isst, ne? Antiker goldener Schädel. Sollen wir uns den auch noch kaufen? Hergestellt 744, gehörte Carrie Fishmonger. Das wird auf jeden Fall wieder auch so eine richtig teure Angelegenheit. Nee, ich glaube, da verzichte ich lieber. Okay. Wir haben zwei Dinge ersteigert. Und zwar die komische Figur hier und das Ding hier, glaube ich. Ja, genau, die Brosche. Schlechter Zustand. Wie lange braucht der Experte, der Restaurator noch? 3 Tage. Was trinken. So. Facecam wieder an. Oh, der Rahmen fehlt. Okay. So. Weiter im Text. Blitzchunk, Actionfigur. Ach ja, das war das Ding, ja. 3 Tage. Wo könnten wir den Experten denn einsetzen? Haben wir irgendwo keine Schätzung? Ne, wir haben überall... Ne, ja, da haben wir keine Schätzung. Was wird der denn verlangen? 30.000 Ocken, ey. Alter. Aber für 3 Tage. Das heißt, ein 10er pro Tag. 10.000er pro Tag. Naja, ach komm, wir brauchen eine Schätzung. Es ist im guten Zustand und mythisch, ne? Also von daher können wir den Experten mal dran lassen. So, was macht denn hier ein Profiler? Gute Detektive, sie kennen die Leute und ihre Gegenstände. Sie gewähren dir passiv mehr Menschenkenntnis. Auch interessant, nur zu wenig Arbeitsplätze. Das ist natürlich scheiße. Moment. 900.000, Alter. Teuer, 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 ey. Sich die Erfahrung dazu kaufen? Teuer. Richtig teuer. Was kostet mich denn das nächste Geschäft hier, damit ich wenigstens neue Arbeitsplätze habe? Naja, Arbeitsplätze 0, toll. Bekanntheitsgrad plus 1. Inventargröße plus 2. Wöchentliche Kosten 24.000. Kostet mich 800.000, wenn ich das kaufen würde. Da könnte ich leider... was könnte ich leider? Da könnte ich rein theoretisch, wollte ich sagen, könnte ich rein theoretisch auch nochmal 100.000 draufhauen, um mir mehr Erfahrung reinzuballern. Aber Skaterhimmel, das gefällt mir schon mal wieder. Ne? Also, ich bin ja selber so ein Skateboarder, ne? Und von daher... Ich weiß nicht. Könnte ich mir kaufen, aber die Arbeitsplätze fehlen mir dann, um einen weiteren einzustellen. Egal, so, gehen wir mal ins Geschäft. So, scheiß was drauf. Hey, was läuft? Meine Freundin nennt mich Melica oder Melica Stevens. Okay. Er scheint ein bisschen geizig zu sein, aber nicht sehr viel. Hängt da was im Zahn? Er nervt mich die ganze Zeit. Egal. Gleich mal Zähne putzen. Muss auf jeden Fall sein. So, was will er denn haben hier? Mittelalterlich mit Juwelen besetzte Brosche hergestellt. 1219 gehörte deiner Großmutter. Ja, okay. Wenn es meiner Großmutter gehört hat. Na ja, gut. Episch. 100.000 gezahlt. Okay. Wie hoch ist dein Preis? Gezahlt habe ich 100.000. 184.000. Ich meine, ist ein ordentlicher Gewinn, ne? 84.000 wären auf jeden Fall ein ordentlicher Gewinn. Machen wir mal eine runde Summe draus. Was sagst du dazu? Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, dass er ein Angebot akzeptieren kann. Okay, bitteschön, dankeschön. Belsius Bad Wiedel. 90.000 wandern auf mein Konto. Okay. Guten Morgen, man nennt mich Azude oder Azude. Keine Ahnung, Biggle. Biggly, Biggly, Boo. Versteinerter Schädel aus der Renaissance. Hergestellt 1527. Mein Gott, nee. Selten guter Zustand, 6.300. Wie bist du drauf?
Scheint auf jeden Fall ein bisschen geizig zu sein. Ja, was heißt bisschen, ne? Und scheint auch Sachen zu überbewerten. Okay. Okay. 8000. 8000 ist ein Preis. Nee, Fräulein, du kommst mir mal ein bisschen zu viel. Ne? Das kommt mir mal ein bisschen zu viel rüber hier. Wie wär's mit 5? 7400. Wie wär's mit 5,5? 7000. Wie wär's mit 5,7? 6,7, dein letztes Angebot. Okay. Ist selten, ne? Aber die will 400 zu viel, ey. Ja gut, 3 Plätze. Ne, warte mal. 5 Plätze hätte ich frei. Ach komm, nimm mal an. Scheiß was drauf. 400 Ocken. Das ist nur Kleingeld. Im Gegensatz zu dem, was ich auf dem Konto habe, ne? Also, guten Morgen, meine Freunde nennen mich Yelis Sahin oder Shahin oder so. Ich will dieses Stück dort drüben. Okay, was willst du nur haben? Die alte mit Juwelen besetzte Brosche will sie haben. Okay. Scheint Sachen zu überbewerten. Okay. Nehmen wir zuerst einen Preis. Ja, gut, okay. Schätzung liegt bei 11.800. Ich habe 12.4 gezahlt. Ist ein bisschen viel gewesen, ne? Deswegen verlange ich jetzt einfach mal 14.000. Was sagst du dazu? Also, egal, ich akzeptiere dein Angebot. Okay, 1.600 wandern auf mein Konto. So. Noch eine Käuferin. Phobi, sag mal. Phobi? Oder Phobi? Keine Ahnung. Okay. Sie scheint auf jeden Fall nicht sehr geizig zu sein, so, ne, 50-50 mäßig. Und scheint Sachen zu überbewerten. Okay, was will sie denn haben? Die will den alten verzierten Kriegshammer haben. Oh Leute, muss mal kurz was spülen hier. Mach mal aus hier bitte. So. Oh, alles klar. Okay. Ich hoffe, der Sound wurde noch aufgenommen. Ich war nämlich gerade auf dem zweiten Bildschirm und musste mir gerade das Mäulchen ein bisschen mit Wasser spülen, weil irgendwas in meinem Zahn hing und das nervt mich. So was nervt mich. Wen nervt's nicht, ne? Okay. Die will den Hammer haben. Hammer, Hammer, Hammerhart. Ist ja Hammer, Hammerhart. Ich denke, 55.000 sollte passen. Ich habe 20 gezahlt, 35 ist die Schätzung. Ja, nimm mal an, komm hier, 35.000 plus, Leute. Okay, Tagesstatistik 550 minus. Okay, ja gut, 550.100 minus. Was sagt die Wossen? Ja, okay. Okay, naja gut, ein bisschen Verlust gemacht habe ich, ne, weil ich habe auch ein paar Ausgaben nebenbei hier bei meinen Experten und bei meinem Restaurator etc., ne, ihr kennt's. Immer so ein bisschen plus minus, ist eine Achterbahnfahrt, ne? Immer rauf und runter. Okay, das war Pfand, das war vom Experten geschätzt. Das ist auch noch 3 Tage im Lager. Das noch ein Tag, okay. Das ist noch 2 Tage beim Restaurator. Der Experte braucht auch noch 2 Tage. Okaychen. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal in das Geschäft nochmal, ne? Machen wir nochmal 2 Tage hier. Okay. Hi, ich bin Andromeda. Andromeda. Was? Bekloppter Name. Naja, Andromeda Stanfield. Andromeda. Okay. Bist du auch mit den Andromedaren verwandt? Okay. Natürlich wieder kein Anhaltspunkt, was die, ne, was die so an Fähigkeiten hat. Naja, wie auch immer. Müssen wir halt ins kalte Wasser springen. Altes goldenes Messer. Hergestellt 1784. Gehörte Lionel Wessey. Lionel Wessey. Okay. Episch. Keine Schätzung. Okay. Holen wir den Experten oder gucken wir erstmal durch? Ich glaube, ich gucke erstmal durch. Da hätten wir eine Schätzung. Da haben wir auch eine Schätzung. Und hier haben wir auch eine Schätzung. Okay. Da ist noch einer. Und hier haben wir auch eine Schätzung. Okay. Bei allen außer bei ihr.
Okay, da holen wir mal eben den Experte. Ja, natürlich. Kein Anhaltspunkt. Scheiße. Naja. Egal. Was soll's? Nettes Piercing übrigens. okay. Ah ja, da hatten wir auch keine Schätzung, was die naja, an Fähigkeiten mitgebracht hat. Episch. Ja, okay. 63.000 will sie dafür haben. Ne, ich muss vorsichtig sein. Tut mir leid, ich muss vorsichtig sein. Wie wär's mit 40.000? 55.000? Wie wär's mit 42.000? 50. Wär's mit 43,5? 47,5 sein letztes Angebot oder ich gehe. Okay. Wer weiß, ne? Vielleicht ist es schon was wert. Gehen wir das Risiko ein? 6 Plätze hätten wir frei. Ach komm, ich brauche ein bisschen Content. Ne, wie gesagt, ne? Wer nichts kauft, der macht auch keinen Gewinn. So, letzten Endes natürlich, ne? Guten Morgen, mein Name ist Dominik Schulze. Okay, ich habe sogar einen Nachbar, der Dominik Schulze heißt. Ups, hab da irgendwie ein bisschen was ausgeplaudert. Naja, ihr kennt den nicht, ihr wisst ja nicht, wo der genau der wohnt. Ist ja egal. Ihr wisst ja auch nicht, wo ich wohne. So. Okay, Dominik Schulze ist ein Zufall. Ist ein richtig komischer Zufall. Aber, ne? So ist das halt, ne? Wenn die KI das so will, dann ist es so. Ich glaube, ich werde ihn dann nächstes Mal drauf ansprechen. Er weiß ja, dass ich YouTube betreibe. Ne? Von daher, naja, kommt mit Sicherheit witzig rüber. So ist er auf jeden Fall ein Gesprächsthema. Er ist auf jeden Fall nicht sehr geizig. Das ist schon mal klar. Was hat er hier mitgebracht? God Ex Videospiel. Hergestellt 2021. 7.900. Ja gut, dann lass mal verhandeln. 6.700 will er haben. Wie wär's mit 6? 6,5. 6,1. Was sagst du dazu? Oh, 6,4. 6,2. Ich weiß nicht. Ich denke, dein Angebot akzeptieren kann. Okay, bitteschön, dankeschön. Beenden Sie uns bald wieder. Guten Morgen, man nennt mich Lorraine Skywalker. Lorraine Skywalker. Auch ein schöner Name, Lorraine, ne? So, sie scheint auf jeden Fall ein bisschen geizig zu sein. Geizig mitgebracht zu haben. Ja, mein altes Hirn, das spielt mir mal wieder Streiche. So, dann schauen wir doch mal. Antike silberne Brosche hergestellt, 510. 55.000. Ich könnte den Experten dazu holen. Episch. Ich glaube, ich hole mal den Experten dazu. Er sagt, es ist 60.000 wert und glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Okay. Der scheint auf jeden Fall ein bisschen geizig zu sein, habe ich ja gerade gesehen, ne? Nenn mir zuerst einen Preis. 60.000. Ja, 60.000 ist die Schätzung, ne? Wie wär's mit 45? 69? 47. Was sagst du dazu? Lass mich nachdenken. Nein, danke. Bye, bye. Ja, bye, bye. Dann hau rein. Ey, fick dich doch. Okay. Man nennt mich Sven Stewart. Sven Stewart. Okay. Scheint auf jeden Fall auch geizig zu sein. Wie die letzte auch. Naja, gut. Alte silberne Ohrringe. Hergestellt 1850. Selten guter Zustand. Los, ey, meine Nase juckt schon wieder so, ey. Selten, guter Zustand, 3.400. Bist du drauf? Ach ja, genau, geizig. Ja, lass mal verhandeln. Was ist mit denn los, Alter? Warum bieten die mir nichts an? Also an Zahlen, ne? Also, das wäre mal auf jeden Fall ein bisschen einfacher, anstatt hier so rumzuraten. Wie wär's mit 2,5? Oder 2,6? Sagen wir 2,6. Das Beste, was ich tun kann, sind 4,4. Nee. Wär's mit 2,57? 4.050. Wär's mit 2.900? 3.800. Boah, nee, Alter. Das ist mir doch ein bisschen zu viel. Aber wir
könnten doch noch Profit damit machen. Ach komm, scheiß was drauf, egal. Wir brauchen Content. Genauso wie mein Kanal, ne? Der braucht auch jeden Tag Content, fast jeden Tag. Ich habe mir am Wochenende so ein bisschen, ne, bisschen Freizeit gegönnt. Aber ja gut, am Sonntag habe ich für heute ein bisschen was aufgenommen und das für heute freigeschaltet. Ist auf jeden Fall online. Ein neues Let's Play. Und zwar City Skylines. Hey, was läuft? Man nennt mich Henry Meyer. Henry Meyer ist auch wieder so ein Geizhals. Mann, zum Kotzen, ich hasse diese Geizhälse. Er wird mir diesen Kriegshammer hier andrehen wollen. Kolonisierung Amerikas in Verbindung gebracht. Episch, sehr guter Zustand. 104.000. Warte mal, habe ich den Experten? Nee, habe ich nicht. Da müssen wir vorsichtig sein. 104.000. Ich meine, ne? Ich kann es mir leisten, aber trotzdem, ne? Wie wär's mit 85.000? Was sagst du zu 85? 122. Wär's mit 90? 114. Wär's mit 95? 110 ist das Beste, was du tun kannst. 96. Bin mir sicher, das ist großartig, danke, bitteschön, Shankdön. Bellen Sie uns bei Beedle, wie auch immer. Gute Reise und auf Wiedersehen. Fahrtschein abgelaufen, der Besitzer hat seinen Gegenstand nicht zurückgekauft. Mittelalterliche verzierte Truhe gehört nun dir, Nice Sokowski. This is very nice. Okay, mittelalterliche verzierte Truhe, legendär, sehr guter Zustand. 1,24 Millionen könnten wir damit machen. Ich könnte sie mir auch hier in die Trophäensammlung stellen, aber eins wüsste ich jetzt noch gerne. Trophäensammlung, wo war das nochmal? War das nochmal? War das hier? Nö, hier nicht. Wo war denn das mit der Trophäensammlung? Im Hauptmenü, glaube ich, ne? Ja, das muss ich auf jeden Fall mal nachgucken. Ich glaube, das ist hier nicht... Oder? Aktuelle Events, besondere Charaktere, nö. Irgendwo muss das... Ist das hier nicht vorhanden? Warum denn nicht? Warum kann ich das nicht im Spiel anwählen? Ist doch scheiße. Nur im Hauptmenü? Echt jetzt? Moment mal, ich klicke da mal drauf. Du wirst den Gegenstand verlieren, indem du auf ewig... Achso, auf ewig. Okay. Wenn das auf ewig ist, dann müsste ich das mal mit einem billigeren Gegenstand ausprobieren. Naja, gut. Also, das werde ich auf jeden Fall privat mal testen, ohne Aufnahme. Natürlich ohne irgendwas zu verändern, ne? Also, ich könnte mir natürlich noch einen zweiten Charakter und einen dritten Charakter erstellen und das Spiel neu anfangen und das da testen. Aber, naja, ein Charakter, das reicht mir, ne? Also, ich brauche jetzt nicht unbedingt zwei oder drei Charaktere, die ich verwalten möchte, ne? Okay. Dann gehen wir mal weiter ins Geschäft, schauen wir mal, was da los ist hier. Guten Morgen, man nennt mich auch Luis Aslan. Okay, Luis. Nicht sehr geizig und bei den anderen Dingen natürlich keinen blassen Schimmer, was die haben, wie die so drauf ist. Meine Fresse. So, Mittelalter verzierte Truhe will sie haben. Okay. Da machen wir auf jeden Fall richtig Reibach dran, wa? Dann lass doch mal verhandeln. Ja... Machen wir eine runde Summe draus. 1,3 Millionen. Was sagst du dazu? Lass mich nachdenken. Okay, bitteschön. Dankeschön. 580.000 wandern auf mein Konto. Geil. Wir haben die Unkosten wieder drin. Okay. Hey du, meine Freunde nennen mich Betty Mosby. Nicht Ted Mosby? Ist das dein Bruder? Ach ja. Die Serie How I Met Your Mother war ein bisschen verwirrend. Ne? Ein bisschen verwirrend war sie schon. Mal die mit dem, mal der mit dir, ne, und immer hin und her, ne, so ein Wanderpokal, ne, also wie hieß die nochmal, Robin Schabatzky, ne, die war ja so ein Wanderpokal, ne. Naja, ist halt so, ne, ist auf jeden Fall eine attraktive Frau, ne, die Kobe Smuddler ist auf jeden Fall eine attraktive Frau, das ist schon mal klar. Okay, Patty Mosby, ne? Wir wollen ja nicht abschweifen, ne? Sie will haben... Ne, warte mal, was ist sie?
Doch, sie will was haben. Okay, sie will die alten silbernen Ohrringe haben. Gut, dann lass doch mal verhandeln. Wie hoch ist dein Preis? Aber warum kommt ihr nicht mal mit einem Angebot? 3.400 Schätzung, 3.850 habe ich gezahlt. Ne, da will ich doch glatte 4.000. Was sagst du? Also, das ist großartig. Danke, bitteschön. 150, naja. Kleingeld, Peanuts. Ameisenscheiße. Guten Morgen, mein Name ist Marion Buffet. Oder Buffet. Buffet. Was auch immer. Sie will haben. Den alten verzierten Kriegshammer will sie haben. 104.000 geschätzt und 96 habe ich gezahlt. Ah, geizig, natürlich. Ich glaube, ich habe einen Magnet am Arsch für Geizhälse. Kann das sein? ich bin mir nicht sicher, dass wir uns auf einen Preis von... Okay, wenigstens eine, die wenigstens mal ein bisschen was, ne? Bisschen was bietet. 77.000. Nö. Wie wär's mit glatten 110? Ich weiß nicht. Nein, danke, tschüss. Oh, komm schon. Oh, Mann, ey. Naja. Wie gewonnen, so zerronnen oder, ne, wie verloren noch, ach, wie auch immer, ich kenne da keine Reime drauf. Guten Morgen, ich bin, Ilona Connett. Altes verziertes Messer will sie haben. Auch wieder so ein Geizhals, natürlich. Ich glaube, ich habe ein Magnet für sowas. Was sagst du? 93.000. Ich habe keine Schätzung, leider. Ich hätte gerne eine Schätzung. Das war das Messer, ne? Nur leider habe ich den Experten mittlerweile bei einem anderen Gegenstand. 93.000. Wie wär's mit glatten 100? Runden wir mal die ganze Summe auf hier, ne? Ich hab's lieber glatt. Was sagst du? Lass mich nachdenken. Das ist großartig. Danke, bitteschön. Bellen Sie uns mal wieder. 52.500. Nice. Wir nähern uns den 20 Millionen. Aber nur spärlich, ne? So ganz, ganz kleine Schritte auf jeden Fall. Solange ich nicht zu hohe Ausgaben habe. Hi, man nennt mich Henry Jeston oder so. Kack mich an oder so, was weiß ich. Mittelalterliche Brosche, hergestellt 1080. Episch, sehr guter Zustand, keine Schätzung. Okay, was sagt der Experte? Experte sagt 54.000 und glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Okay, wenigstens kein Geizhals, ne? Scheint aber nicht sehr kompetent zu sein und scheint Sachen zu überbewerten. Okay. Ja, das war so klar. 65 ist mir zu hoch, mein Freund. Wie wär's mit 45,5? Sagen wir 45,5. 61.000. Oh, scheiße, ich kann da nichts mehr bieten. Sein letztes Angebot. Ich sag mal so, ne? Es ist episch und in sehr gut Zustand. Komm, können wir uns erlauben, die 5.000 mehr? Na ja, komm. Wir haben auf jeden Fall Profit gemacht. Richtig schön Reibach. 1,343 Millionen. Okay. Gut, meine Freunde. Dann sag ich doch mal... Okay, gespeichert ist es. Es wurde gespeichert. Und wir haben einen Auftrag, der erledigt ist. Der Restaurator Bernie hat gerade den Auftrag für Blitzchunk-Actionfigur beendet. Der neu geschätzte Wert liegt bei 800.000. Guckt euch diese Hausnummer an, Alter. Plus 495.000. Geil! Geilomato! Geilomatisch! Okay, der Experte David hat gerade den Auftrag für Galactic Star Battle Ziplon beendet. Es ist authentisch, der neu geschätzte Wert liegt bei 600.000, Alter. Geil, ey. Boah, wir machen mal richtig Reibach mit den Dingern, ne? Okay, Leute. Ich sag dann mal, Dankeschön fürs Zusehen. Bewertung nicht vergessen, wir sehen uns das nächste Mal und tschüssi Kowski.